Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Imperium Galactic Survival. Mein Name ist Explorer und mit dabei ist der Dark. Huhu. Und heute werden wir den Aliens in den Arsch treten. Independence Day für uns. Wir werden die Hauptbasis angreifen. Ist die Hauptbasis, ne? So kann man sagen. Spaceport, ja. Und wir müssen uns jetzt. Das ist die falsche Karte. Wo ist der Dark? Da ist der Dark. Dann werden wir uns jetzt mal in die Richtung begeben. Dann werden wir den Bestand hoffentlich dezimieren. Oh, bei dir ist düster. Ja, sag ich doch, 3 Minuten noch. Ja, ist egal. Bei mir war hell. Ja, das ist halt das Geile an dem System, dass die Planeten ja rund sind und dass es an verschiedenen Orten halt verschiedene Uhrzeiten gibt. So, sollte ich irgendwann mal hier aus diesem Erzminenfeld rausgekommen sein, sage ich Bescheid. Noch sieht das ziemlich böse aus. Ach ja, wenn du in deinem Raumschiff in dem V-Modus bist, ne? Ja, bin ich gerade. Wenn du dann einmal die Alt-Taste drückst, müsstest du dich umsehen. Ja, passiert nichts. Halt's mal gedrückt, vielleicht dann. Ah, ja, gut, einmal gedrückt halt, dann geht das Fadenkreuz weg und dann kannst du umsehen. Ich habe gesehen, Genau. die Taste P oder G steht für Flugmodus. Was soll das heißen? Aber Warp-Antrieb dann wahrscheinlich, ne? Kann sein. Alter, ich bin so blind hier. Die Außenansicht, die hakelt immer noch ein bisschen, ne? Ja. Leider. Wäre schön, wenn die flüssig laufen würde. Eisenlager. Da unten bist du? 10.000, Alter. Das Magnesium, da brauchen wir erstmal nicht. Ja, Nahrung fehlt uns. Also das auf dem Planet hier irgendwie ätzend. Ich hoffe, Wie dass viele wenn... Meter werde ich noch von dir angezeigt, wenn du direkt über mir stehst im Raumschiff? Du hast mir gar nicht angezeigt. Schön. Soll ich mich zu dir durchbuddeln? Warte mal da. Da, ich habe Himmel gesehen. Ich habe Himmel gesehen. Ja. Juhu. Zwar fast kein Sauerstoff mehr, aber ich habe es geschafft. Alter, was habe ich denn hier für ein Loch gegraben? Ein großes. Ein großes ist gut. Das ist im Prinzip einfach nur ein senkrecht runtergehender Schacht, der in einer riesen Höhle mittlerweile endet. Ja, bei 10.000. Jo. Also in welche Richtung ist... Ach, wir sind direkt vor uns. Da hinten sehe ich das. Ja, hier ist ein Gebäude. Da ist aber nichts drin. Da waren wir in der... Vor 3, 4 Folgen. Da haben wir das Magnesium oder was geholt. Kobalt, keine Ahnung. Und die... Welche wird es denn zuerst dann? Die rechte oder die linke? Also die rechte ist das Unknown Building mit dem Siliziumvorkommen, wo wir uns drunter gebrüllt haben. Ne, das ist links. Nee, das ist rechts. Das ist Ah, das da. stimmt. Ja. Okay, ich hab's verwechselt, ja. Und das andere müsste dann der Raumhafen sein mit den dicken Geschützen. Dahinter das. Oder links davon, das mit dem roten. Das dahinter. Das links dürfte irgendeine andere Basis wieder Also sein. Die das. könnten wir uns erstmal zuerst vornehmen, würde ich sagen. Okay. Warte. Nur im Dunkeln jetzt, obwohl, Also die haben mit nur ein P, Geschütz, ne? Ja. kommst du in diese Fernbedienungsmodus. Was heißt im Fernbedienungsmodus? Drück mal P, wenn du im Also, Raumschiff bist. Steuerkonsole. Ja. Okay, der dürfte jetzt rein theoretisch nur unten das eine Geschütz haben, ne? Wenn er genauso aufgebaut ist wie in der letzten Folge, der. Und die 10.000 Drohnen. Und Ja, welcher? gut. Eine Minigun-Drohne.
Ja, beschütze dich von hier. Er braucht unheimlich lange zum Nachladen. Aua. So. Ne, der Turm ist immer noch. Du darfst nicht vergessen, du hast eine spezielle Reichweite, ne? Ja, ich komm schon. Das war's. Okay. Drohnen? Wo? Da ist eine. Ach, das Kobalterz. Eine Drohne ist down. Hinten Minigun-Drohne. Was ist denn das da unten, dass da so rot am Leuchten ist? Ja. Das sind Geschütztürme. Oder? Ja, das sind lauter Roboter. Ich weiß nicht, kriegst du die platt, weil ich will. Boah, da laufen hier viele Aliens rum. Ja, jetzt wäre natürlich ein Railgun an meinem Schiff. Nice. Schießen die auf dich? Okay, ich auf die gerade. Ich hitte die mal ein bisschen an. Also die kleinen Reparaturdinger, die leuchten, kriege ich nicht down. Die Roboter. Mit der MG zumindest nicht. Alter, die halten auch viel aus, die Jungs, ey. Ich lande jetzt, ist mir zu doof. Ja. Das spawnen sie schon. Ne, du bist es. Nicht ganz. Willst du jetzt rein oder erstmal von draußen? Hier drin ist auch ganz viel. Extrem viel. Oh, hier wollte ich ja gar nicht rein. Nein. Ich loote schon mal, nur mal, das schaffst du alleine. Scherz. So, hier drin scheint alles clear zu sein. So, looten kannst du. Warte. Wie sieht's bei dir healtechnisch aus? Überall die Dreiviertel. Mach mal die ganzen Generatoren-Dinge kaputt. Beam dir. Warte. Alter. Oh, die Beam-Dinger sind alle im Arsch. Ich hab jetzt schon Taschen voll. Oh. Oha, danke. Der war böse. Da kommt noch einer. Oben glitscht einer. Okay. Kommen wir jetzt her? Die kommen da hoch. Ein Medikit oder was brauchst du? Sag Bescheid, ich hab schon mal gelootet. Ich frag mich, warum Aliens Dosenfutter dabei haben. Achtung, da kommt glaube ich noch mehr. So, ich heile mich mal und esse was. Dubs. Oh, falsche Waffe. Naja. Hier, hast du Zeug da? Sonst gebe ich dir. Ja, ja. Und jetzt alles erledigt jetzt hier. Ich glaube, ja, unser Raumschiff wird beschossen.
ich komme zurück. So. Ich pack schon mal einen Teil wieder ins Raumschiff hier. Während du da Spaß hast. Wenn ich denn... ich verstehe, der packt immer am Boden fest. Alter! Aus Hilfe? Alter, verdammt mich auch. Oh, 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 oh. Die ganze Familie. Du kannst auch zoomen mit dem Ding, ne? Ja, ich bin schon dabei. So. Ja, da ist noch mehr. Boah, das war bestimmt deren Heiler. Ich gehe mit mehr Munition nach Hause, wie ich gekommen bin. Warte, da oben ist ein Turm, da kommen zwei Türme. Und noch zwei Türme. Okay. Das ist noch so ein Beam-Ding. Muss weg. Gut. Alter, wie viel Pistolenmunition ich jetzt hier? Ich hab schon wieder. Ich geh nochmal zum Raumschiff und leg den Stuff ab, ey. Weil, wenn wir jetzt da reingehen und auch noch looten, dann war das. Alter. Ja, schließe ich mich an. So, die Kreditkarte kann man wegschmeißen, hast du gesagt, ne? Gut. Das behalten wir. Das kommt in den Müll. Gut. Die Drohnen bleiben alle hinten. Sollen wir rein? Warte, Sauerstoffmangel. Was ist das? Du bist das. Das hört sich irgendwie an, als wenn da drinnen so ein Riesenvieh ist. Wo sowas. Da kommt eine Drohne. Ja, die Wumme gefällt mir. Die ist geil, ne? Vor allem, die hört sich an wie das MG bei. Ich geh die Drohne eben looten. Ich kümmere mich schon mal um die Außenkanister im Innenbereich. Ja, hört sich auch merken hier. Weil das alles Erz ist. Du bist drin? Mhm. Okay. Was macht hier so komische Geräusche? Was, wenn uns da drin jetzt irgendwas erwartet? So, Chor ist Geschichte. Diese Basis wäre übernommen. Keine Munition? Ich hatte den Support geholt. Nee, ich hatte jetzt gerade keine Munition, um also noch zu reagieren. Das hat mich gerade genervt. So. Sind wir hier richtig? Oh, wir haben mal was kaputt gemacht. Oh. Kommen wir gar nicht mehr hoch? Natürlich kann man auch. Ist er. Gerade. Ja, hier ist nichts Besonderes.
geht's noch höher. Oh, da oben, das wage ich zu bezweifeln. Vor allen Dingen sollte man durch den Waffe hochgehen. Ja, hier ist Ruhe. Was haben wir denn? Text. Mit Lampe brauchen wir nicht. Text. Was ist das denn? Ein Texturierungsgerät. So, nicht die Lackierpistole. Lackierpistole habe ich auch eine. Gelbes Abbautool mit. Das nehmen wir mit. Ein Bohrer und eine Kettensäge brauchen wir nicht. War es das hier? Ich glaube. Tja, da wo wir über hingewichst haben, Entschuldigung, wo wir hingeschossen haben, sind zwar Krater, aber keine Leichen, also die spawnen wirklich. Ja, können sie. Haben ja alle gelootet. Außer die eben hinten, wo wir angekommen sind. Falls wir da überhaupt welche schon getötet hatten. Oh mein Munitionsdeckel, ich hab mir ganz schön viel verbraten. Komm jetzt sofort raus. Ja, ein bisschen Glas. Ich meine, Glas herstellen ist auch nicht was Besonderes. Brauchst ja nur Silizium, glaube ich, ne? Da fällt mir gerade was ein. Ja, Fleisch ist gut. Wenn dir das eingefallen ist. Nein? Nein, okay. Aber ich kann es trotzdem aufnehmen. Danke. Mir ist eingefallen, ich habe ja einen Fabrikator im Raumschiff. Achso, das ist nur ein kleiner Fabrikator. So. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, dann machen wir hier einen Cut und in der nächsten Folge geht es an die Hauptbase von denen. Ich denke mal, es sollte gut gehen. Ich hoffe es zumindest. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hier seht und sagen Tschüss, bis demnächst. Bye bye, ciao, ciao. Tschüss.